Ich lade gern mir Gäste ein, heißt es in der Fledermaus von Johann Strauß. In der Kainz-Gruppe denkt man ähnlich, wenn sich das Haus ab nun mehrmals jährlich für Freunde, Geschäftspartner und Kunden öffnen wird. Wir haben uns überlegt, was wollen wir machen? 25 Jahre Kainz, wir haben einen neuen Showroom für unsere Kunden. Jetzt haben wir gesagt, wir öffnen das Haus. Das war immer schon ein Herzenswunsch von der Eigentümerseite, die Tore zu öffnen für die Leute. Was macht der Bauträger? Wie arbeitet er? Wie schaut die Büroräumlichkeit aus? Und wir wollen nach außen gehen. Wir sind eine offene Firma, wir haben nichts zu verbergen. Und wir wollen die Gäste zu uns hereinbieten, dass sie sich wohlfühlen. Das Firmengebäude in der Auersbergstraße verwandelt sich in einen großen Veranstaltungsraum und über 100 geladene Gäste genießen das nette Zusammenkommen. Anlass für den Event ist unter anderem die Präsentation des neuen Schauraums. Der neue Geschäftsführer Hans Meyer freut sich über die vielen Gäste, die seiner Einladung gefolgt sind. Ich bin wirklich total angenehm überrascht, weil es ist eigentlich die erste Veranstaltung so im Hause Kainz in dieser Größenordnung. Nicht unbedingt, dass ich jetzt der große Mutter war, sondern das ist vorher schon geplant gewesen, sowas einmal zu machen, bevor ich da die Geschäftsführung übernommen habe. Und ich habe natürlich das jetzt sehr unterstützt. Und ja, ich muss meinem ganzen Team sehr gratulieren. Das haben sie fürs erste Mal sehr professionell organisiert. Nach 10 bewegten Jahren in der Politik kehrt Hans Meyer nun wieder zurück in die Privatwirtschaft und freut sich auf diese neue Herausforderung. Wir reden in diesem Haus. Ich habe eine Riesenfreude. Ich denke eigentlich gar nicht daran, dass ich vor einiger Zeit noch eine politische Funktion gehabt habe. So viel Freude macht mir die Arbeit. Warum macht es mir so viel Freude? Erstens, weil es ganz spannende Projekte sind, weil ich das Thema leistbares Wohnen, was ich als Landesrat immer schon angesprochen habe, das kann ich da verwirklichen. Und das ist in der Firmenphilosophie der Kainz-Gruppe drinnen. Und was mich natürlich auch gefreut, ist dieses sehr engagierte Team. Das habe ich selten in meiner beruflichen Laufbahn gehabt, dass es Menschen gibt, die so selbstständig arbeiten, die es nicht treiben musst, sondern die wirklich das Ding in die Hand nehmen, was zum Tun ist, und eine Arbeit machen. Und das ist schon sehr, sehr, sehr erfreulich. 1992 gründete Dr. Rudolf Kainz mit einem kleinen Team das Unternehmen und erfüllt seitdem erfolgreich Wohnträume. Zum Jubiläum wird ihm ein besonderes Geschenk überreicht. Die Blaue Bank, gestaltet von Michael Reisinger alias Klebinger, soll ein Symbol für Beständigkeit und Qualität sein. Ja, ich war natürlich komplett überrascht, weil ich war auf das überhaupt nicht eingestellt. Ich war halt auf eine Veranstaltung eingestellt, auf eine ganz normale, aber dass da jetzt die Hausbank und das Bankerl drücken auch noch dabei ist, ja, das ist natürlich eine tolle Überraschung und ja, es ist eine riesengroße Freude damit verbunden, überhaupt keine Frage. Wohnen bedeutete im Althochdeutsch zufrieden sein und das waren an diesem Abend alle, egal ob Kunden, Freunde oder Bekannte.